Laut Medienberichten wurde am Mittwoch ein italienischer Militärkonvoi mit schweren Geschützen auf der Südautobahn in Kärnten gesichtet. Dabei dürfte es sich um eine Waffenlieferung für die Ukraine gehandelt haben. Ein weiteres Anzeichen dafür, wie die schwarz-grüne Bundesregierung unsere Neutralität immer weiter aushöhlt. Denn derartige Bilder sind keine Seltenheit mehr. Zwischen 23. Jänner und 23. Juni 2022 rollten 433 Militärtransporte westeuropäischer Staaten durch österreichisches Staatsgebiet. Das brachte die aktuelle Beantwortung einer Anfrage von Christian Hafenecker durch ÖVP-Verteidigungsministerin Tanner ans Tageslicht. Für Hafenecker sind diese Militärtransporte mit unserer immerwährenden Neutralität definitiv nicht vereinbar. Dass diese Transporte einfach geduldet werden, ist schlichtweg unfassbar. Österreich muss zu einer No-Transport-Zone für Kriegsgerät werden. Scharfe Kritik zu den ausländischen Militärtransporten kommt selbstverständlich auch von FPÖ-Wehrsprecher Reinhard Bösch. Verbunden mit der Beteiligung an den Sanktionen gegen Russland führt die schwarz-grüne Bundesregierung unsere Neutralität immer mehr ad absurdum. Darunter leidet auch die Sicherheit unseres Landes, was für uns Freiheitliche inakzeptabel ist.